herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich wieder Outfits bewerten. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir wieder 10 Usernames rausgesucht, von denen ich Outfits bewerten werde. Und ja, wenn ihr auch mal wollt, dass ich eure Outfits bewerte, könnt ihr auf jeden Fall auch mal eure Usernames in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mal an mit der ersten. So, okay, die erste ist auf jeden Fall eine Laura. Und sie heißt auf Roblox auf jeden Fall It's Me Laura. So, wir geben sie jetzt mal ein. Und mal gucken, welche Outfit sie hat. Okay, dann gucken wir mal. Meine Freundin hat sogar genau das gleiche Outfit, glaube ich sogar. Also ich finde das richtig schön. Ja, mir gefällt das auf jeden Fall. Nur ich würde statt diesem Gesicht da dann das da auch nehmen, was du hier genommen hast. Aber ansonsten finde ich es richtig schön. Dann das hier finde ich auch cool. Ich glaube, das hast du als Partnerlook mit einer Freundin irgendwie so als Bestie, glaube ich. So, aber finde ich auch voll schön. Denn das hier, das gefällt mir auch mega gut. Aber ich würde bei dem da auch noch dieses Gesicht hier nehmen. Das hier finde ich richtig geil. Das gefällt mir. Dann das hier, das finde ich auf jeden Fall auch mega nice. Also das ist auch mega cool. Nur ich würde, weil du hast ja hier so ein grünes T-Shirt an, dann würde ich auch noch irgendwas Grünes auf deinen Kopf vielleicht machen. Und hier wieder das gleiche statt dieser Krone da irgendwas Rotes auf den Kopf. Dann das da, das finde ich auch cool. Da steht Don't Leave Me drauf. Das finde ich auch nice. Hier habe ich genau das gleiche Outfit, das mag ich auf jeden Fall. Dann das hier finde ich richtig geil. Ich würde noch eine weiße Hose kaufen, aber ansonsten mega schön. Und das hier finde ich eigentlich auch ganz nice. Und das hier finde ich auch richtig cool. Also ja, deine Outfits sind hier halt auf jeden Fall auch mega, mega schön. Also du hast auf jeden Fall richtig schöne Copy and Paste und Softie Looks. Also ja, gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Und ja, dann gucken wir uns noch das hier an. Das finde ich auch irgendwie nice. Und das hier vor allem finde ich richtig cool. Nur den Wangenkopf würde ich halt noch machen, aber das sind ja auch jetzt schon alte Outfits hier. Das habe ich sogar auch, genau das gleiche. Und das hier finde ich auch cool. Also ja, ich finde eigentlich alle deine Outfits mega nice. Und ich würde sagen, jetzt geben wir direkt mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Anna_EPro2010. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 24 Outfits. Dann gucken wir mal. So, also ich finde das auf jeden Fall mega schön. Nur ich würde mich dünner machen. Und vielleicht kaufst du dir noch ein anderes Gesicht, nämlich dieses eine, da was man bei der Maske auch ansieht, was ich auch eben die ganze Zeit gesagt habe, was sie das ändern, hätte ändern sollen. Wenn es, also so würde es halt besser aussehen, aber es ist natürlich immer eure Entscheidung. Und vielleicht machst du dir noch irgendwas auf den Kopf oder so. Dann das hier, das finde ich geil. Nur ich würde ein anderes Face nehmen und ansonsten richtig geil. Und ich finde hier hinten auch deine Outfits richtig cute, die sehen mega schön aus. Dieses Outfit hier wollte ich früher irgendwie immer haben. Ich fand das so cool, diese Sonnenbrille da mit diesem Anzug hier, also mit diesem Badeanzug oder Bikini und dann auch mit diesem coolen Schwimmreifen hier. Also so ein Flamingo halt. Und ja, genau, das hier finde ich auch wieder mega nice. Nur ich würde mich noch kleiner machen. Und ja, Wangenkopf würde ich dir noch empfehlen. Aber ansonsten mega schöne Outfits hast du. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal direkt wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Lena_EPU. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall, okay, sie hat 46 Outfits, dann gucken wir mal. Okay, ich finde es auf jeden Fall mega schön. Also ich feiere diese Haare irgendwie, das sieht mega schön aus. Und dann finde ich auf jeden Fall das Gesicht auch noch irgendwie mega nice. Dieses Oberteil hier finde ich auch richtig nice. Nur ich würde noch eine braune Hose kaufen. Und vielleicht noch irgendwas auf den Kopf, aber ansonsten mega nice. Das hier finde ich auch nice, nur ich würde noch ein anderes Oberteil nehmen, irgendwie ein weißes oder so. Und den Wangenkopf würde ich noch kaufen. Dann gucken wir mal weiter. Das hier finde ich auch nice. Und ich würde irgendwas Schwarzes auf den Kopf packen. Den Wangenkopf würde ich kaufen. Und ich würde vielleicht noch eine andere Animation bei dem Outfit machen. Aber ansonsten sind es auch wieder mega nice Outfits. Und ja, ich würde sagen, jetzt gebe ich direkt mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Pfannkuchen_Jan. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 4 Outfits. Da gucken wir mal. Also sie hat die ganze Zeit das gleiche Outfit. Ich finde es mega schön. Also ich mag es voll, nur ich würde noch ein weißes Pflaster dahin machen und eine andere Animation vielleicht noch kaufen, aber ansonsten finde ich es mega, mega schön. So, dann geben wir jetzt wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste Aki_Aglas4. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben und sie hat auf jeden Fall 44 Outfits, dann gucken wir mal. So, das hier finde ich irgendwie mega nice, also das sieht auch irgendwie cool aus mit diesem Fuchs da oder mit diesem Wolf da, finde ich irgendwie mega nice. Und ja, genau, gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde noch eine andere Animation beim Stehen machen. Aber ansonsten nice. Das hier finde ich auch voll cool. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und hier hinten hast du auf jeden Fall auch nochmal so ein paar alte Outfits. Die finde ich eigentlich auch relativ cool. Dann gucken wir mal hier weiter. Das hier finde ich auf jeden Fall auch nochmal mega nice. Also ja, mir gefallen deine Outfits auf jeden Fall auch noch hier von früher alle. Und die neuen finde ich auf jeden Fall auch alle mega, mega nice. Also ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, genau, ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Roblox Yella. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Sie hat auf jeden Fall 41 Outfits. Also das hier finde ich richtig schön. Ja, mir gefällt das auf jeden Fall richtig gut.
Und das hier finde ich auch richtig geil, so ein Cookie-Outfit. Das sieht so geil aus, oh mein Gott. Ich liebe es auf jeden Fall. Dann gucken wir uns mal das hier an. Das finde ich auch wieder mega schön. Nur irgendwie passten die Farben nicht so gut zusammen. Da würde ich nochmal so ein bisschen gucken, weil mir das ändern könnte. Das hier finde ich richtig schön, nur ich würde noch eine andere Hose machen. Und das hier finde ich auch richtig geil. Dann gucken wir mal weiter. Das hier finde ich auch wieder mega, mega, mega nice. Und das hier finde ich auch richtig, richtig schön. So, dann gucken wir mal weiter. Das hier finde ich auch wieder mega, mega, mega schön. Also das gefällt mir richtig gut. Und das hier finde ich auch mega schön. Also das sieht richtig geil aus. Dann gucken wir mal weiter. Das hier finde ich auch wieder mega, mega schön. Hilfe, so. Und das hier finde ich auch nice. Nur ich würde noch ein anderes Oberteil nehmen. Aber ja, genau. Ansonsten finde ich deine Outfits hier auch alle cool. Ich glaube, ich hatte das sogar auch einmal früher mit Toni als Partnerlook. Und ja, genau, das hier hatte ich sogar auch mal. Also ja, ich finde deine Outfits auf jeden Fall alle ansonsten hier mega, mega schön. Und ja, ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall sie 070912. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Okay, es ist ein Junge und der hat 3 Outfits, also eigentlich 2 hier steht da, aber ja. Das hier finde ich nice, nur ich würde noch die dunklere Hautfarbe machen, also diese etwas dunklere. Und vielleicht noch ein anderes Gesicht kaufen. Eine andere Animation würde ich noch machen. Aber sonst nice. Und hier würde ich, glaube ich, einfach wieder das gleiche machen. Und ja, genau. Das ist ja eigentlich genau das gleiche wieder nur. Aber ja, genau. Sonst finde ich das Outfit mega nice. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. Okay, jetzt heißt die nächste Eagle-436. So, ich habe sie jetzt eingegeben. Okay, sie hat 50 Outfits. Dann gucken wir mal. Also ich finde es nice. Hast du den Wangenkopf? Also ich würde auch den Wangenkopf kaufen, aber ansonsten finde ich es mega nice. So, dann gucken wir mal das hier. Das finde ich auch richtig nice hier. Auch noch mit diesen Haaren da oben. Also mit diesen Zöpfen hier. Finde ich auf jeden Fall mega, mega nice. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Das hier finde ich auch nice, nur ich würde ein anderes Face noch machen. Das hier finde ich richtig geil. Das sieht mega nice aus. Oha. Finde ich auf jeden Fall auch mega schönes Outfit. Dann gucken wir uns noch das da an. Finde ich auch voll nice, nur ich würde noch irgendwas auf den Kopf machen. Und das hier finde ich auch wieder richtig nice. Also du hast mega geile Outfits auf jeden Fall. Du kannst es auf jeden Fall richtig gut. Und das hier finde ich auch wieder mega schön. Sieht auf jeden Fall auch funny aus mit diesem Hexenhut hier. Und das hier finde ich auch nice. Ich würde noch ein anderes Face machen. Das hier finde ich auch wieder richtig, richtig geil. Also ja, du hast richtig nice Outfits. Und ja, genau. Ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall XX. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 11 Outfits. Dann gucken wir mal. So. Das hier finde ich auf jeden Fall mega, mega, mega nice. Also sieht richtig cool aus. Und dann gucken wir uns noch das da an. Das hier finde ich auch mega schön. Also das sieht richtig cool aus. Und hier hinten finde ich auf jeden Fall deine Outfits auch nochmal mega nice. Hier mit Halloween auf jeden Fall noch. Sieht richtig geil aus. Also gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Auf jeden Fall ist bald auch schon Halloween. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ja, genau. Ich würde sagen, jetzt gebe ich noch die letzte ein. Und zwar heißt die letzte auf jeden Fall jetzt Mrs. Bibi Love You. So, ich habe es jetzt mal eingegeben. Und dann gucken wir mal. Ich finde es nice. Ich würde nur noch diese dickeren Männerbeine da machen. Und ja, genau. Ansonsten finde ich es ganz gut. Ich würde noch den Wangenkopf kaufen, anderes Face machen. Und hier wieder das gleiche eigentlich. Also ich würde einfach bei überall einfach noch die dickeren Beine machen. Vielleicht noch ein anderes Face kaufen. Und ja, genau. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall mega nice. Vielleicht noch den Wangenkopf kaufen. Aber das musst du natürlich nicht machen. Und ja, genau. Ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diesen Limo-Stand hier. Was hilft es einfach, Hashtag Limo-Stand in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt hier Hashtag Cracked Egg hingeschrieben. Und dann gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Anne Schäf. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, auf jeden Fall hat sie geschrieben, Hashtag Cracked Egg, liebe deine Videos. Ich sage jetzt erstmal Danke. Und jetzt sage ich, du hast das Cracked Egg gewonnen. Wie ist dein Username? Fragezeichen. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.